Ein Vormittag in der Sprachförderklasse des Berufsbildungswerks Waiblingen. Hier wird seit 2 Jahren nicht nur Deutsch gelernt, sondern die Imkerei betrieben. Udo Reichle, der die Idee für das Bienenprojekt hatte, bespricht mit seinen Schülern das Aussehen der Etiketten für die Honiggläser. Dajin, Dennis, Alagi, Omar und die anderen haben im Technikunterricht die benötigten Bienenkästen und Wabenrahmen selbst gebaut. Habe ich fast alles gebaut, so alleine so. Mit meiner Lehrer helfen so. Weil wenn ich Frage hat, dann frage ich meine Lehrer so. Wie mach mal das und so. Ja, und danach habe ich es geschafft so. Heute steht auch noch die Kontrolle der Honigmenge an. Ist genug da für die nächste Ernte? Die Schüler machen sich gemeinsam mit Udo Reichle auf zur Wiese, um nach ihren Bienenvölkern zu schauen. Die jungen Männer sind in der Regel Flüchtlinge, die alleine hier gelandet sind, also in Deutschland gelandet sind. Die haben Lebenserfahrungen mitgebracht, also teilweise auch schwierige Situationen gemeistert und versuchen jetzt hier also ihr Leben neu zu ordnen. Und hier ist im Grunde mit unserem Projekt ist es möglich, die jungen Männer also an die Natur heranzuführen, aber auch sich mit Werkzeugen und Materialien auseinanderzusetzen. Dennis und Alagi heizen die Smoker an. Sie haben Salbei und Schafgarbe gesammelt. Die getrockneten Rauchkräuter machen die Bienen friedlicher und erleichtern den beiden die Arbeit. Ich habe so viel über die Bienen gelernt, weil erst einmal ich habe große Angst vor den Bienen, weil in Afrika, wie ich denke, null Bienen ist aggressiv und so. Aber hier, wenn ich am ersten gekommen ist, denke ich, ist das Gleiche. Aber mit der Reise habe ich so viel gelernt. Und früher ich habe Angst zu Bienen. Aber später alles okay. Mit der Reise hat mir gesagt, so und so, du musst machen, dann passiert gar nichts. Das ist das erste Mal, ich habe was selber gemacht und steht mein Name und alles. Das ich habe gemacht, Bienen von Allergies zu singen. Ja. Am übernächsten Tag ist die Ernte eingebracht. Die Deckel der Waben werden vorsichtig entfernt, damit der Honig herausgeschleudert werden kann. Der Schüler lernt letztendlich verantwortungsvoll mit Kreatoren umzugehen und mit der Schöpfung. Jetzt komm hier rein. Wenn ihr auf den Rand schaut, dann seht ihr, wie der Honig ausläuft. Ja. Und dann kommt der spannende Moment. Der erste Honig wird verkostet. Hey, pass auf. Und alle sind sich einig. Schmeckt. Lecker. Sehr gut. Sehr gut. Nicht besser, aber.